the whole world is facing this challenging period, we just want to remind you that the Creator is still in his throne and is still in control. Hallöchen, liebe Royal Community. In unserem diesjährigen Workshop haben wir darüber reflektiert, wie unser aktueller persönlicher Stand ist, und wir haben unter anderem gelernt, wie unser Mindset als Royals auszusehen hat. Die Lieder, die ich mag, ne? Und ich vergesse manche Lieder und ich muss auch lernen, alle Lieder zu hören, nicht nur die Lieder, die ich mag. Das ist immer ganz am Ende erst gemacht. Und habe mich immer mit allem anderen vorher beschäftigt und dann ganz am Ende, als es eigentlich schon fast zu spät war, mich erst mit dem Text beschäftigt. Also was wird da überhaupt gesungen? Mit dem passiven Zuhören war das auch ein Problem für mich. Ich habe zwar versucht, dieses aktive Lernen zu machen, aber ich verlasse mich mehr auf das passive Zuhören. Ich komme langsam aber sicher in meine alte Form wieder zurück. An mir ist tatsächlich die Corona-Zeit mit Isolation und so weiter nicht ganz spurlos vorbeigegangen. Das heißt, mir fehlen tatsächlich so 2 Jahre, wo ich sehr inaktiv war. Alle möglichen Sachen, die ich euch beibringen können, haben euch beigebracht. Eine Beyoncé macht nichts anderes, das muss ich euch sagen. Aber eine Beyoncé besitzt, auch das geht nicht. Eine Beyoncé lebt Royal. Ja, deswegen machen wir das. Und ich kann sagen, ich kann bei euch schon mal einen Schritt sehen. Das habt ihr vielleicht nicht erwähnt oder vielleicht seht ihr das selbst nicht. Ich habe einen großen Schritt bei euch gesehen. Denn früher wart ihr Menschen, ihr wart nicht mal in der Lage, selbst zu reflektieren. Oder bei euch selbst die Fehler zu merken. Das ist eine Sache, die jetzt viel leichter fällt hier. Und das ist auch ein Zeichen für mich, dass wir einen Schritt machen. Nun ist es Zeit für die Script-Enthüllung unserer diesjährigen Go Tell'em Show. Das ist natürlich top secret. Leute, save the date, ihr dürft nicht fehlen. Okay, danke, danke, ich melde es euch wieder. Das ist Mindset Nummer 1. Ich gebe dem noch keinen Namen. Jetzt Mindset Nummer 2. Let's go. Danke für die Beispiel Nummer 1, kann mir das jemand erklären? Was für ein Mindset-Art wollte ich da signalisieren? Wie stand ich? Was war da los? Standfestigkeit. Sehr gut. Standhaftigkeit. Sehr starr, sehr fixiert. Was war beim zweiten? In einer Welt. Und in Bezug auf unsere Royal-Proben, wo alles drunter und drüber geht. Könnt ihr da einfach starr bleiben oder müsst ihr flexibel sein? Flexibel reagieren. Zu guter Letzt hatten wir noch eine Aufgabe zum Thema Mindset. Und wenn ich euch sage, dass diese einfach zu einer Therapiesitzung ausgeartet ist, Leute, ihr werdet es mir nicht glauben. Es war sehr wichtig, wir haben sehr viel über uns selbst gelernt und ja, konnten einiges mitnehmen. Ich packe meinen Koffer mit. Wir fangen in der Mitte an. Aga, du packst den Koffer. And forgive us trespasses.
Temptation.